Bei mir steht jetzt Radio Regenbogen Morgenshow-Moderator George Zamponidis. George, du kommst gerade eben aus dem Saal. Wie war die Show? Erstmal muss ich sagen, ich habe gerade festgestellt, ein Smoking hat keine Hosentaschen. Das ist ja echt irgendwie doof. Die Show war grandios. Es ist das erste Mal, dass ich diesen Radio Regenbogen Award jetzt miterleben konnte, weil ich ja noch nicht ganz so lange dabei bin. Und ich muss sagen, wow, das hat mir wirklich imponiert. Es hat mir imponiert, das Kleid von Kerstin, wunderschön, die Dame. Es hat mir imponiert, dass die gesamte Generation auf der Bühne war. Meine Jugend, Sven Norbelli, meine Ablöse, Tokio Hotel und vieles dazwischen auch mehr. Ich fand auch den Plastik ganz toll. Der scheint wirklich in Natur auch so zu sein, wie wir ihn im Fernsehen erleben. Auch er hat den Medienpreis wirklich verdient, wie alle, die hier sind. Und dann hat mich auch sehr imponiert, wie das Essen hier in Windeseile in meinem Mund war. Man musste gar nicht so lange anstehen, wie ich befürchtet habe. Auch das ist ja wichtig. Ja, der Hauptteil vom Radio Regenbogen Award ist vorbei. Bei mir ist jetzt der Produktionsleiter des Ganzen, Dirk Gärtner. Und du sag mal, wie viel Kilometer Kabel packt ihr jetzt hier ein? Wie viel 1000 Watt Licht? Also ich schätze mal, dass wir so 20 Kilometer Kabel verbaut haben, 200.000 Watt Licht hier in der ganzen Schwarzwaldhalle verteilt sind und Gartenhalle und so ca. 30.000 Watt an Tontechnik. Ja, gab es denn irgendwelche technischen Neuerungen hier heute beim Radio Regenbogen Award? Ja, wir haben hier heute Abend 180 Quadratmeter LED-Fläche verbaut und hier stand wahrscheinlich heute Abend der größte Fernseher Baden-Württembergs. Ja, der Award, der ist vorbei, aber die Party ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Hier wird bis heute spät in die Nacht gefeiert. Und das Tolle daran ist, dass hier nicht nur die Promis feiern, sondern auch alle Gäste des Radio Regenbogen Awards und die Promis zusammen. Bei mir steht jetzt Kerstin Zeug. Kerstin, du hast heute Abend die Show moderiert. Du hast eine grandiose Show moderiert. Danke. Was war denn dein persönliches Highlight heute Abend? Also ganz persönlich ist, wenn du sowas moderierst, das Highlight immer, wenn es vorbei ist. Weil du weißt, dann kann nichts mehr schief gehen. Aber für mich persönlich, ich fand ganz, ganz groß Olivia Newton-John. Eine tolle Frau, die immer noch super aussieht und auch live wirklich so schön gesungen hat. Ich fand es ganz, ganz toll. Und für mich, wo ich mich ja vorher schon so drauf gefreut hatte, Spandau Ballet. Ein bisschen älter geworden, die Jungs. 5 Kilo mehr auf den Rippen. Aber mit dem Medley und so, ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen.